About half of men over 40 have some degree of erectile dysfunction. Well, Viagra helps guys with ED get and keep an erection. Hallo Leute, heute erzähle ich euch mal ein bisschen was über Medikamentenwerbung in Amerika. In Deutschland ist das ja gar nicht erlaubt, hier ist es aber erlaubt. Und wir sprechen tatsächlich über verschreibungspflichtige Medikamente. Depression can turn you into a person you don't recognize. Unlike the person you used to be. Someone your kids don't understand. Depression hurts. Sadness, loss of interest, aches and pains, fatigue. You can feel it in so many ways. Cymbalta can help. Cymbalta is a prescription medication that treats many symptoms of depression. Tell your doctor right away if your depression worsens or you have unusual changes in mood or behavior or thoughts of suicide. Antidepressants can increase these in children, teens, and young adults. Cymbalta is not approved for children under 18. People taking MAOIs or thioridazine or with uncontrolled glaucoma should not take Cymbalta. Tell your doctor about all your medicines, including those for migraine, to avoid a potentially life-threatening condition, and about your alcohol consumption or if you have liver disease. Dizziness or fainting may occur upon standing. Side effects may include nausea, dry mouth, and constipation. Ask your doctor about Cymbalta. Depression hurts. Cymbalta can help. Die einzige Agentur, die hier was sagen könnte, ist die FDA, die Food and Drug Administration. Wenn man sich dann aber die häufig gestellten Fragen durchliest, merkt man ziemlich schnell, dass der FDA eigentlich so gut wie gar nichts macht. Und die Frage hier, die fand ich besonders krass. Does federal law ban ads for drugs that have serious risks? No, federal law does not bar drug companies from advertising any kind of prescription drugs, even ones that can cause severe injury, addiction or withdrawal effects. Ask your doctor if your heart is healthy enough for sex. Do not take Viagra if you take nitrates for chest pain. It may cause an unsafe drop in blood pressure. Side effects include headache, flushing, upset stomach and abnormal vision. To avoid long-term injury, seek immediate medical help for an erection lasting more than 4 hours. Stop taking Viagra and call your doctor right away if you experience a sudden decrease or loss in vision or hearing. Es ist also quasi total legal und erlaubt, alle möglichen Medikamente in der Werbung zu bewerben. Und darunter fallen zum Beispiel Medikamente gegen Depression, Botox, Schlafmittel, Viagra, alle möglichen Allergien und sogar Impfungen. Each year in the US, thousands of women learn they have cervical cancer. I could be one less. One less statistic. One less. Because now there's Gardasil, the only vaccine that may help protect you from the four types of human papillomavirus that may cause 70% of cervical cancer. I want to be one less woman who will battle cervical cancer. One less. Like all vaccines, Gardasil may not fully protect everyone. The side effects include pain, swelling, itching and redness at the injection site, fever, nausea or dizziness. Die einzigste Auflage, die Pharmazieindustrien haben, ist, sie müssen in der Werbung sagen, who should not take the drug? Wer darf die Droge nicht nehmen? Droge, naja, man sagt hier Drug zum Medikament. When the drug should not be taken, also wann sollst du es nicht nehmen? Possible serious side effects of the drug, also Nebenwirkungen müssen in der Werbung dargestellt werden. Und da ist man inzwischen auch schon ganz schön schlau geworden. Da wird also meistens irgendwie zum Ablenken, wahrscheinlich holen die sich einen Psychologen, tolle Bilder gezeigt, die einen völlig verwirren und man hört gar nicht mehr richtig hin. Man sieht also schöne Bilder und konzentriert sich total darauf, wie ein Schmetterling durch die Gegend fliegt oder sowas und hört gar nicht, dass also dieses Medikament zum Beispiel Tod verursachen kann oder dass man kotzen muss oder sowas. Und ja, das hat man schon ganz schön schlau hinbekommen inzwischen. When taking Lunesta, don't drive or operate machinery until you feel fully awake, walking, eating, driving or engaging in other activities while asleep without remembering it the next day have been reported. Abnormal behaviors may include aggressiveness, agitation, hallucinations or confusion.
In depressed patients, worsening of depression, including risk of suicide, may occur. Alcohol may increase these risks. Allergic reactions such as tongue or throat swelling occur rarely and may be fatal. Side effects may include unpleasant taste, headache, dizziness. Habt ihr das gehört? Das wird ganz beiläufig da mit diesem, was ist das, ein Schmetterling oder was? Wird also erwähnt, dass es sein kann, dass du dich umbringst oder aggressiv wirst oder dass du noch mehr depressiert wirst. Und ja, das fließt einfach mal so nebenher ein und man kriegt es gar nicht mehr richtig mit. Und dadurch, dass man halt jeden Tag bombardiert wird mit Medikamentenwerbung, hört man da auch gar nicht mehr so richtig hin. So ähnlich wie wenn man jeden Tag über Krieg hört und man gar nicht mehr so richtig Mitleid oder so empfindet mit Menschen, die sterben, weil man einfach total überlastet ist mit diesen ganzen Informationen. Und in den meisten Werbungen endet dann die Werbung mit direkt einem Satz: Ask your doctor about Abilify. Also das finde ich hier wirklich das ganz Gefährliche, dass der Endverbraucher, der also in den meisten Fällen natürlich kein studierter Arzt ist, hier also zum Arzt rennt und dann sagt, ja, ich habe da eine Werbung gesehen und ich glaube, mir wird es super gehen, wenn ich also XYZ nehmen würde, verschreib mir das doch mal. Und da kommt dann auch nochmal eine andere Sache zu Zug, denn die Ärzte hier, die bekommen also auch Prozente dafür, wenn sie bestimmte Medikamente verschreiben, direkt wieder von den Pharmaindustrien. Und das zeigt doch echt nochmal, wie verhext das ist. Das ist ein ganzer Kreislauf und wirklich der Endverbraucher ist nicht geschützt. Ja, also letztendlich entscheidet hier nicht der Arzt, welche Medikamente du benötigst, sondern je nachdem, welche Werbung am hübschesten ist und welche dir am besten gefallen hat, dieses Medikament wird dann also für dich verschrieben, wenn du es wünschst. Ja, wollte ich euch mal fragen, was haltet ihr denn davon? Ich finde das ja schon sehr, sehr seltsam. Es ist halt sehr typisch in Amerika, es ist sehr businessfreundlich und eben nicht so sehr verbraucherfreundlich, wie das in Deutschland ist. Sagt mir mal eure Meinung dazu, was haltet ihr davon? Und dann wünsche ich euch einen super Tag, macht's gut, tschüss, eure Sissi. The effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be a sign of a life-threatening condition. Do not take Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, eyelid drooping, and swelling. Tell your doctor about your medical history, muscle or nerve conditions, and medications including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects.